mit Influencern. Eine andere Möglichkeit ist es noch stärker, diesen digitalen Zugang zu ownen. Und jetzt möchte ich gerne Patrick Steppe einmal auf die Bühne einladen. Jetzt hören wir uns doch mal an, wie so ein Händler in einem B2B-Handelsumfeld, so, du kannst ja gleich ein bisschen erklären, was Leckerland macht, da hast du gleich die Möglichkeit. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal, dass du hier bist auf der Bühne und herzlich willkommen bei der OMR. Wie reagiert ihr quasi in der Plattformökonomie? Wer von euch hat schon mal den Begriff Leckerland gehört? So viele? Nicht schlecht, aber vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, was macht Leckerland überhaupt? Ich glaube, Leckerland klingt für sehr viele bekannt. Aber die Frage ist, was verbirgt sich hinter der geile Name Leckerland? So, Leckerland ist einer der führenden Convenience-Händler in Europa. Wir beliefern ungefähr 90.000 Verkaufsstellen in Europa. Das sind dann Tankstellen, aber auch Schnellrestaurants. Wir beliefern zum Beispiel Starbucks oder Coffee Fellows in Deutschland, Kioske am Bahnhöfen und so weiter. Wir sind daar als Berater unterwegs, wie man das Geschäft erfolgreicher und besser gestalten kann. Aber sind auch Logistiker und sind auch Großhändler. Und wie läuft das Geschäft so bei Leckerland? Genau, wie funktioniert das also? Warum stellt jetzt die Tankstelle nicht irgendwo anders? Ja. Ich muss sagen, bis vor 10 Jahren war das Geschäft ein Selbstläufer. Da war das sehr einfach. Dann hatten wir ein riesen USP und das war Ladenöffnungszeitengesetz. So ab 7 abends gab es nur eine Möglichkeit, um in Deutschland eine Dose Bier zu kaufen oder eine Tüte Chips. Und das war entweder eine Tankstelle oder am Kiosk. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Wir haben teures Bier an der Tankstelle verkauft. Und auch genauso unsere Kunden. Aber das hat sich natürlich sehr stark gedreht. Convenience ist kein Kanal. Convenience ist ein Mindset. Man sieht jetzt, dass durch Hektik, Leute stehen viel mehr unter Druck, viel mehr Einzelfamilien, sieht man auch, dass Convenience wirklich ein Mindset ist. Warum ist Uber erfolgreich? Nicht, weil es günstig ist, nur weil es convenient ist. Es ist einfach. Und so sieht man, dass auch unserem Geschäft sehr stark unter Druck steht, dass wir neue Wettbewerber kriegen. Wenn Sie heute in viele Aldis gehen, dann kann man Coffee to go kaufen. So, wenn Coffee to go. Wohin? Bei Aldi zum Beispiel. Ja? Wer kauft denn hier bei Aldi Coffee to go? Ja. Oh, ganz wenige. Ja. Das scheint kein Wettbewerb für euch zu sein. Ja, doch, es startet. Man sieht, dass auch Aldi sich viel stärker fokussiert auf Convenience. Viel stärker fokussiert auf Frische. Und was ich meinte mit, wenn Coffee to go auch bei Aldi oder bei Lidl verkauft wird, dann ist Convenience wirklich angekommen in der deutschen Gesellschaft. Und dadurch haben wir zu tun mit vielen neuen Wettbewerbern, die auch ein Teil des wechselnden Kuchens wollen. Okay, und habt ihr generell auch ein Thema damit? Wir sehen das jetzt ja in den Medien wird das relativ stark diskutiert über die Marke Tesla. So, der Antrieb wird elektrisch. Ja, brauche ich in Zukunft überhaupt noch Tankstellen? Wird ihr damit auch so ein bisschen getrieben? Bewegt euch das oder sagt ihr, naja, ganz so schnell kommt es vielleicht gar nicht und außerdem kommt es nochmal anders? Es ist klar, dass es unbewegt. Wir machen einen großen Teil von unserem Geschäft mit Tankstellen. Und die Frage ist, was passiert morgen mit den Tankstellen? Und wenn ich die Antwort wusste, auf was passiert mit Electrification, dann war ich wahrscheinlich hier nicht, weil es ist die One-Million-Dollar-Question. Aber dass der Mix, den Treibstoff-Mix sich verändern wird, ist klar. Die Frage nur ist, wer wird der Gewinner? Und welchem Anteil wird gemacht mit Wasserstoff? Was wird vielleicht gemacht mit Liquid Gas? Bei LKWs wird viel gemacht mit LNG. Und was wird passieren mit Electrification? Und heute dauert es noch zu lange. Aufladen dauert noch zu lange. Aber wenn es morgen nur 8 oder 10 Minuten ist, dann wird es wahrscheinlich eine riesen Opportunität geben, auch für unsere Kunden. Weil dann ist die Verweildauer, könnte länger sein an einer Tankstelle oder bei einem Supermarkt. Und dadurch hat man wieder neue Opportunitäten. So, ja, man kann das schauen als eine Bedrohung, aber es wird bestimmt auch Opportunitäten geben. Ich glaube, dass autonomes Fahren, das könnte einen viel größeren Impact haben auf unser Geschäft als Electrification oder Wasserstoff. Warum? Weil die Frage ist, wie weit geht ein autonomes Fahren? Wird es dann so weit, dass deinem Auto dann nachts Richtung die Tankstelle fährt und tankt? So, dadurch ist natürlich die Frequenz und den Frequenztreiber von Fuels ist dann weg an die Tankstelle. Und das ist die Frage, die uns beschäftigt.
wie können wir die Tankstelle und die andere Verkaufsstelle attraktiv machen für den Endverbraucher, ohne dass Treibstoff eine Frequenz bringt. Ich hatte mich schon mal gefragt, ich weiß nicht, ob du dazu Zahlen parat hast, aber wie viele von den Leuten, die in so einer urbanen Tankstelle sozusagen einkaufen gehen, tanken eigentlich? Also wenn man in so einer klassischen City-Lage ist, wo auch Leute wohnen, sind das... Das ist, in so einer City-Lage ist ungefähr die Hälfte. Die Hälfte tankt? So die Hälfte tankt und die Hälfte kauft nur etwas im Shop. Und von der Hälfte, die tanken, kauft ungefähr auch die Hälfte etwas im Shop. So ein Viertel von allen Kunden in einer Tankstelle nehmen nur Fuels. So die meisten Tankstellenbetreiber machen mehr Bonds, mehr Tickets mit Shop als mit Fuels. Aber würde das nicht bedeuten, wenn jetzt Aldi anfängt, Kaffee zu verkaufen im Laden oder andere Convenience-Produkte, müsstet ihr nicht überlegen, einfach größere Shops zu bauen in den Tankstellen, die dann quasi wiederum den klassischen Convenience-Märkten Konkurrenz machen? Was wir und unsere Kunden uns überlegen müssen, ist, wie machen wir das Customer Experience, wie machen wir den Kundenerlebnis an der Tankstelle so geil, dass der Endverbraucher zu der Tankstelle fährt, nicht zum Tanken, aber um seinen Kaffee zu kaufen. Ich weiß nicht, wie oft du tankst, aber im Schnitt einmal alle zwei Wochen. Aber Kaffee kann man jeden Tag nehmen. So, da gibt es ein Riesenpotenzial, um mehr Frequenz in die Point of Sale zu kriegen. Und hast du dann, wir hatten ja gerade gehört, bei Douglas und bei Foodist, die machen das im Grunde genommen durch die Vertikalisierung ihres Geschäftsmodells, also Foodist sowieso als Hersteller, Douglas vertikalisiert jetzt auch mit den Influencer-Eigenmarken. Müsstet ihr denn vielleicht auch anfangen, eigene Chips zu entwickeln, die es nur quasi in euren Verkaufsstellen gibt oder eine eigene Zigarettenmarke oder wie auch immer, was man darüber nachdenken kann, die es quasi nur bei euch gibt, damit ihr die Kundenbindung zurückholt? Ja. Klar stellen wir uns die Frage, müssen wir vertikal integrieren, vorwärts oder backwards? Und wir haben uns gestellt, nein, wir wollen für unseren Kunden the most convenient partner sein. Wir wollen unsere Kunden enablen, unterstützen, sodass sie deren Geschäft besser machen können. So, wir wollen keine eigenen Läden betreiben, wir wollen nur die Läden von unseren Kunden besser machen, professioneller, attraktiver. Wenn ihr dieser Partner für die Tankstellen seid, das ist ja quasi eine der größten Gruppen bei euch, die ihr beliefert, von den Verkaufsstationen, die ihr quasi bedient. Der ein oder andere Tankstellenbetreiber wird sich jetzt auch die Frage stellen, okay, Tesla und Aldi macht jetzt den Kaffeeladen, wo geht die Reise hin? Was ist denn euer Tipp oder dein Tipp an so einen Tankstellenbetreiber, wie muss er sich denn dann aufstellen morgen, wenn er da morgen noch relevant sein will? Ja, das wichtige Wort, was in unserer Branche zu wenig verwendet wird als Begriff, ist Customer Experience. Wie kann man Customer Experience an der Tankstelle verbessern? Ein Thema, was riesig polarisiert, ist barlos zahlen oder digital zahlen an der Zapfsäule. Shell macht zurzeit einen Test und sie werden es auch bundesweit ausrollen, dass man über eine App auch zahlen kann. Man muss nicht wieder in den Shop reingehen. Das polarisiert sehr stark. Bei wem? Die Tankstellenbetreiber? Bei den Tankstellenbetreibern, weil die sagen, wieso bist du bescheuert? Dann holst du die Kunden nicht mehr rein in den Shop. Ich habe dazu eine ganz... Das stimmt ja auch. Ja, weil heute musst du in den Shop. Ja. Und viele glauben, wenn du in den Shop musst, dann kaufst du auch einen Kaffee. Ich habe dazu eine ganz andere Meinung. Es gibt keinen typischen Kunde. Mein Verhalten ist montags morgens anders als freitagabends. Und ab und zu fahre ich an der Tankstelle vorbei und dann habe ich es eilig. Und dann meine ich es auch, ich möchte tanken und weg. Und dann möchte ich schnell tanken und schnell weg. Und wenn ich da noch Schlange stehen muss und wenn ich Kunde Nummer 4 bin, das ärgert mich. Und dann kaufe ich keinen Kaffee. So, ich glaube, Leute verpflichten, du musst in den Shop, um zu zahlen und noch etwas zu kaufen, das wird nicht funktionieren. Aber es wird nur funktionieren, wenn das Point of Sale relevant ist, attraktiv ist und ein tolles Customer Experience bietet an den Endkunden. Aber heißt das denn, dass Tankstellen dann auch anfangen, mit Kundenkarten zu arbeiten? Ich glaube, Tankstellen sind noch immer relativ stark gewesen in dem klassischen Loyalty-Programm, so Payback und Co., aber muss dann Shell oder Aral oder Hemm müssen ja anfangen, mit eigenen Kundenkarten zu arbeiten, damit sie jetzt sagen, komm, Patrick, du fährst ja immer morgens um 7 los, dann schicke ich dir auf dein Handy noch einen Gutschein, jetzt geht es in Latte Macchiato für dich. Ja. 50 Cent billiger ist schon bezahlt, ist schon abgebucht von deinem Konto, steht für dich. Geht es in diese Richtung? Ja. Man hat schon Kunde-Loyalty-Karte. Shell hat zum Beispiel deren eigenes Programm, wo sie Nummer 5 sind von Loyalty-Cards in Deutschland. Nur die meisten von den Loyalty-Aktionen sind sehr stark Fuels getrieben. Sehr viele von unseren Kunden, die denken erst an Fuels, 2 an Fuels und 3 an Fuels. So, es geht sehr stark in Richtung von Fuels. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, um mit Direct-Angebot auch mal dein Latte Macchiato
Oder Möglichkeit, dass man auch mal Click and Collect. Warum nicht, wenn du losfährst zu Hause, dein Latte Macchiato bestellen, 10 Minuten später fährst du an der Tankstelle vorbei, nimmt den Mick mit und fährt weiter. Das bietet absolut Zusatzpotenziale für unsere Kunden. Und seid ihr dann diejenigen, die die Infrastruktur dann bereitstellen, wo ihr sagt, komm, anstatt euch jetzt nur mit den Produkten im Laden zu bedienen, stellen wir euch jetzt auch das Terminal hin, bei dem man dieses Click und Collect machen kann, bei dem der Kaffee schon bereitstellt, bei dem der Kunde dann irgendwie einen Barcode davor hält und dann den Kaffee. Kaffee ist jetzt ein Beispiel. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele. Auch Zigaretten wird ja auch in den nächsten Jahren nicht weg sein. Das wird ja genau das gleiche Thema sein. Seid ihr das dann, die das implementieren, die dann da vielleicht auch Infrastruktur für die Tankstellen zur Verfügung stellen, oder seid nur ihrjenigen, die das vor allem befüllen am Ende des Tages? Ja, wir haben zwei Typen Kunden, die wir beobachten mussten. Das erste Mal B2B. Wir sind erstmal ein B2B2C-Lieferant. So, wir fokussieren in das Digitalisieren sehr stark auf unsere B2B-Kunden. Wie kann der Pächter sein Geschäft mit Leckerland einfach und bequem abwickeln? Mit Bestellvorschlägen, mit Interfaces, dass auch Rechnungen und so weiter digital direkt in sein Warenwirtschaftssystem laufen. Da haben wir unsere erste Priorität. Und die zweite ist, unsere Kunden zu enablen, eine Infrastruktur anzubieten, dass sie deren Geschäft besser machen können. Wir testen zurzeit ein eigenes Tankstellenformat, ein eigener Shop, wo wir sehr stark setzen auf Sortiment, Atmosphäre, Bedienung. Wirklich tolles Customer Experience. Und solche Lösungen entwickeln wir, stellen wir Kunden bereit, sodass sie deren eigenes Geschäft besser machen können. Und sag mal, hast du so eine Vergleichszahl? Also wenn man jetzt mal in eine Tankstelle geht, die jetzt seit 20 Jahren nicht mehr renoviert worden ist, also ganz, ganz enge Gassen, ganz alter Kaffeeautomat, so irgendwie so eine Brotbackmaschine vielleicht noch drin. Wenn jetzt so ein Laden so ein Konzept umsetzt, ja, so richtig freundlich wird, so richtig vielleicht auch noch eine Essecke hat, wo man sich hinsetzen kann, hast du dann so eine Daumenregel, wo man sagt, so, das führt jetzt zu so und so viel mehr Umsatz, da kommen dann auch, da kann man wieder Kunden gewinnen von der Tankstelle aus dem Nachbarort, die kommen dann extra zu dir, also gibt es solche Erfahrungswerte? Ja, die gibt's und was du jetzt gesagt hast, gibt es sehr viele Elemente, die drin sind. Erstmal, ich hoffe, dass es wenige von solchen Tankstellen gibt. Von diesen alten, meinst du? Von den ganz alten, die 20 Jahre lang nicht renoviert sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal sehe, was für eine Kaffeequalität an der Tankstelle angeboten wird, das ist schon deutlich, deutlich besser als vor 4, 5 Jahren. Auch mit starken Brands wie Lavazza und Starbucks, die wirklich eine tolle Qualität bieten. So, da ist schon sehr viel gemacht worden. Aber ja, wenn man das Holistik-Konzept in das Gesamte bringt, dann hat das sofort einen sehr starken Impact auf den Verkauf. Und was du gesagt hast, Kunde abzuwerben von die eine weitere Tankstelle, ich glaube, dass der Wettbewerb für die Tankstelle nicht eine andere Tankstelle ist. Denn der Wettbewerb ist auch der Bäcker. Weil auch der Bäcker, der fokussiert auf To-Go. Der Bäcker versucht auch mehr Kaffee zu verkaufen. So, den Wettbewerb für die Tankstelle... Beliefert ihr auch Bäcker? Auch wir beliefern Bäcker. So, von den 90.000 Tankstellen, die wir beliefern, sind Bäcker, sind Supermärkte, sind Kioske, ist sehr breit. Aber der Wettbewerb ist vor allem zwischen Kanälen, weil alle versuchen, einen Teil des Convenience-Geschäfts mitzunehmen. Okay, das ist ja ganz spannend. Aber siehst du denn dann vielleicht, wir kommen jetzt hier auch schon langsam zum Ende, siehst du denn quasi in diesem Bereich Tankstellen, gibt es da so eine Konsolidierung? Also gibt es weniger neue Tankstellen, die aufgemacht werden? Also sagen jetzt einige, komm, Tankstelle brauche ich gar nicht mehr, ich baue jetzt nur noch Ladesäulen hin für Tesla oder für die Sachen, die jetzt Porsche, Mercedes auf den Markt bringen, und so ein Store brauche ich gar nicht, obwohl bei den langen Ladezeiten würde ja so ein Store wieder relativ viel Sinn machen. Ja, ja. Man sieht, dass die Anzahl Tankstellen in Deutschland und in Europa ungefähr stabil bleiben seit 4, 5 Jahren. In Deutschland gibt es fast 15.000 Tankstellen. 15.000 und das bleibt ungefähr stabil. Was man sieht, ist, dass die Tankstellenbetreiber investieren und den Mix verändern. Man bietet Wasserstoff an, man bietet auch Elektro an, so man versucht auch reinzuspielen auf den Trend und einen ganz anderen Mix darzustellen. Und auch wenn die Frequenz runtergehen würde, was Treibstoff betrifft, da sind die Tankstellen immer noch auf AAA-Locations, mit immer noch sehr vielen Kunden, die unterwegs sind. Und die Leute essen mehr draußen. Frühstücks- und Mittagsangebot verschiebt sich immer mehr von At-Home zu Out-of-Home. So, da wird es auch ohne Treibstoff oder weniger Treibstoff eine riesen Opportunität geben für Companies wie wir und die Mineralölgesellschaften. Ich hatte das im Eingangsvortrag auch schon ein bisschen gesagt. Ihr seid ja auch ein Kunde von Spryker, meiner Softwarefirma.
Und unsere These ist ja so ein bisschen, jedes Unternehmen, was im Handel aktiv ist, muss sich ein Stück Richtung Softwareunternehmen wandeln und sozusagen deutlich mehr digitale Services anbieten. Wie siehst du das? Also wie nimmst du das irgendwie wahr? Kommen die Tankstellen zu dir und sagen, Patrick, biete mir doch mal Software-Dienstleistungen an, oder sagen die, Patrick, ich brauche bessere Preise für die Brötchen? Ja, eine von unserer Stärke ist, dass wir sehr schnell auf Software und Entwicklung gesetzt haben. Wir sind sehr stark vernetzt mit unseren Kunden, versuchen wirklich in die gesamte Value Chain uns zu verbinden mit dem Kunden. Und meine Vision ist, Leckerland is your most convenient partner. Und wie schaffen wir das? Das schaffen wir nur mit digitalen Lösungen, weil die digitalen Lösungen sind besser und sind am Ende auch einfacher und sind bequemer. So, ich finde Digitalisierung wirklich sehr wichtig und ich weiß, es gibt ein paar Leckerland-Kollegen vom Digitalteam hier im Raum. Wir werden weiterhin in der Zukunft mehr investieren in Digitalisierung, weil das wirklich die Zukunft ist, auch für Companies wie wir, die im B2B unterwegs sind, um sich weiterzuentwickeln. Sucht ihr auch Mitarbeiter noch? Auch wir suchen noch Mitarbeiter in dem Bereich von Tom im Digitalisierungsbereich. Ja, die werden natürlich auch in dem Instagram-Kanal von mir geteilt. Also ja. Da gibt es die ganz exklusiven Jobs direkt für Patrick, gibt es nur im Supergraph Instagram-Kanal. Also auch ihr werdet ein Stück Softwareunternehmen, auch ihr verändert euer Handelsmodell. Das ist, glaube ich, relativ spannend für viele zu erfahren. Nicht zwingend, weil sozusagen dieser Wandel mit Amazon euch treibt, sondern weil auch das Konsumentenverhalten sich ändert. Sozusagen die Tankstelle quasi unter Druck gesetzt wird, nicht durch Online-Plattformen, sondern vom Bäcker, vom Aldi und von vielen anderen. Extrem spannend zu sehen. Ja. Ich glaube, das Modell, was ihr macht, das wird auch sozusagen sich erheblich verändern in den nächsten Jahren. Da muss man auch ein bisschen dranbleiben. Damit kommen wir unten, möchte ich meine Session auch schon schließen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Alex von Foodist, bei Tina von Douglas und bei Patrick von Lecker. Nochmal ein herzlicher Applaus für alle drei Teilnehmer. Ihr seid ja noch ein bisschen hier auf der Messe, steht gerne nochmal auf. Merkt euch die Gesichter, wichtige Arbeitgeber auch in Zukunft in Köln und Düsseldorf und auch bei dir. Du heuerst da überall an. Ne? Ich weiß gar nicht, haben wir noch ein paar E-Commerce-Bücher? Ja? Zwar hier vorne gibt es noch kostenlose E-Commerce-Bücher, aber noch ganz begrenzt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dann mit der nächsten Session und vielen Dank. Wir sehen uns spätestens alle bei Amazon. Dankeschön.